Okay, also erinnerst du dich an diese Horrorlegende in den Foren, der Dumme über den Fluren? Ja, wir haben letzte Woche darüber gelacht. Warum? Also, das wird jetzt verrückt klingen. Oh Gott, ich glaube, ich habe es gefunden. Hier. Was? Meinst du es ernst? Glaubst du, dass etwas, das wahrscheinlich von einem Neunjährigen zusammengestellt wurde, echt ist? Ich meine, ich dachte, es wäre gefälscht, aber schau mal, komm einfach mit. Scheiße, aber wenn sich das als Blödsinn erweist, lasse ich dich hier. Es ist nur eine Tür. Ja, aber kannst du nicht diese verblassten Markierungen darauf erkennen? Jeder hätte das dorthin stellen können. Sieht da wirklich zerkratzt und verblasst aus, als hätte jemand versucht, es zu entfernen. Oder es ist ein Streich. Es ist kein Streich, Mann. Schauen Sie. Aufrufen Sie die Seite darauf erneut. Gut, halte durch. Eine der häufigsten Möglichkeiten, diesen Flur zu betreten, ist zu finden, wenn man durch eine Tür mit einem Symbol eines Ausrufezeichens geht, das darauf gemalt ist. Na dann, Sam, wir könnten hier Geschichten schreiben, eine Legende, die als wahr befunden wurde. Oder wir enden tot, bevor die Nachricht rauskommt. Bitte, wir schauen einfach rein und sind fertig. Ist ein Blick, das ist. Nun, worauf warten wir? Nun, da scheint Stille. Ja, lass mich doch mal etwas auf der Seite überprüfen. Der erste Raum, in den man geht, wird vollständig von einem reflektiven Metall umhüllt und von einem bläglichen roten Leuchten beleuchtet. Wo ist das Licht? Wo ist alles für diese Angelegenheit? Ich hasse es zu sagen, aber es gibt nur eine Möglichkeit, das zu überprüfen. Okay, also würdest du jetzt in den gruseligen Flur gehen? Ich weiß es nicht, aber das ist alles zu einfach. Und auch einfach zu seltsam. Hustengeräusche. Oh Jesus, geht es dir gut? Die Scheiße ist verdammt staubig. Mann, wie die Art von Staub, die man wirklich in alten Gebäuden findet. Ja, ein Schritt nach innen war alles, was es brauchte. Ach ja, gib mir Wasser. Wie ist es so ausgekommen? Was meinst du damit? Ich weiß es nicht, aber es ist, als wäre dieser Ort einfach völlig vergessen, schätze ich. Das klingt nicht richtig. Ist das nicht eine Legende? Geschichten erzählen halt Dinge nur so lange am Leben. Irgendwer verzerrt es, bis es einen Punkt, wo niemand mehr weiß, wo die ursprüngliche Geschichte hergekommen ist. In Ordnung, Sokrates. Hey, ich meine das ernst. Schnell beiseite. Er hat tatsächlich einige interessante Verdienste. Wird es? Ehrlich zu Gott, ich dachte, ich würde für einen Moment Blödsinn ausspucken. Nein, ich mag es wirklich. Liegt viel in den Sinn, darüber nachzudenken, weißt du? Nun, hatte dich nicht um meinetwillen zurück. Nun, es ist, dass ich nur. Du hast nur versucht, dass ich mich besser fühle, hä? Nein, ich scheiße, gib mir eine Sekunde. Ich habe etwas. Ich brauche nur einen Moment, um es einen zusammenhängenden Satz zu fassen. Dann in Ordnung. Okay, also, der erste Gedanke, an dem ich denke, ist nur, ist das unsere Schuld? Nun, es wäre nicht unsere, aber das weiß ich. Ich meine, wie sind Menschen? Menschen, die in den Backrooms leben. Wir sind normalerweise diejenigen, die Geschichten über die Level weitergeben, die wir sehen. Wie oft wird die Geschichte dieses Ortes erzählt? Wer hat die Teile vergessen? Wer hat es verzerrt? Wer hat diesen Ort langsam entweiht, ohne es zu merken? Jeez, wer ist jetzt Sokrates? Ich denke, das habe ich verdient. Aber ja, genau, das hab ich mir gedacht. Ich bin froh, dass du die Theorie in mehr Worte gefasst hast. Oh, das ist nicht der Flur. Ist das nicht der Raum, in dem sich Entitäten versammeln würden? Einen Moment. Im Startraum befinden sich zwei Türen. Eine ist beim Betreten verschlossen, aber man kann hören, wie sich Entitäten dahinter versammeln versuchen, sich zu befreien. Nein, danke, verdammt, jetzt nicht. Wir wären tot gewesen. Sicher wäre es gewesen. Meine Güte, schau dir den Zustand an. Geäultes Geräusch. Gott, es riecht definitiv so, als wären diese Dinger hier gestorben. Ich weiß nicht mal, welche Art von Entität die Knochen hat, die ich erkennen kann. Glaubst du, dass einer von diesen ein Zweiler ist? Es gibt keine Möglichkeit, dass eines davon ist. Es sind nur schwebende Gesichter, oder? Ich habe gehört, die haben einen Körper. Was zum Teufel würden sie Knochen haben, wenn ihre Körper amorphe ist? Das sollte einen Mangel daran darstellen, du Dummkopf. Hey, mach mir dafür nicht auf den Arsch. Ich habe auch gehört, Eidechsen, Vögel, Schlangen. Ich kann Schlangen zustimmen. Schlangen machen einen Sinn. Diese Dinger sind verdammt schnell, Alter. Okay, können wir diese Tür jetzt verlassen? Dieser Geruch wird mich zum Erbrechen bringen. Ja, gute Idee. So, das ist es. Die Tür zum Flur. Denken Sie, es sind wirklich 10 Kilometer, wie es heißt? Hey, verdammt, nein, es ist mir egal, wie sportlich jemand ist. Niemand könnte diesen Scheiß überleben. Und ich bezweifle sehr, dass jemand so etwas überhaupt erraten könnte, wenn er um sein Leben rennt. Fair. Nun, bist du bereit? Ich denke schon. Ich meine, wenn man bedenkt, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass etwas Gespenstisches sein wird. Aber jetzt? Sowieso nervös? Ich verstehe es aber. Wer weiß, was da ist? Vielleicht ist da ein Stück, das aus allem dem erhalten geblieben ist. Ich meine, es ist ein Hauptmerkmal dieses Ortes. Genau. Hey, es ist aber okay. Wir sind hier zusammen. Ich bin hier. Wenn wir da reingehen, ein paar Schritte machen und wir finden, dass die Hölle immer noch hier ist, wir sind da am Ende zusammen. Heh, danke.
Nun dann lass uns die Tür öffnen, wann immer du bereit bist. Jesus Christus, ich, dieser Ort. Sieht aus wie kompletter Scheiß. Ja, das könnte man auch sagen. Das ist scheiße, ich habe keine Worte, ehrlich gesagt. Hier sind noch mehr Knochen als drinnen im Raum, oh Gott. Was ist los? Du schau dir die Wände an. Oh scheiße, ja, die sind zerkratzt worden. Was ist los? Die sehen verzweifelt aus, fräßig. Die Nahrungsquelle muss irgendwann aufgehört haben. Jesus, sie haben sich zur Nahrung an den Mauern gewandt? Die Wände, die Böden, alles um ihre Mitmenschen wahrscheinlich. Glaubst du wirklich, dass sie darauf zurückgreifen würden? Ob das ihre erste oder letzte Lösung war, sie wandten sich irgendwann daran. Schau sogar, einige der Knochen sehen hineingerissen aus. Was zum Teufel, das ist unglaublich durcheinander. Macht ihr wirklich Mitleid mit ihnen was? Ja, nun, wir haben einen Weg zu gehen, sollen wir? Wir machen diese Wanderung ernsthaft. Nun, wir sind jetzt hier, wir können auch. Dann gut, mal sehen, was wir sonst noch finden können. Wir gehen weiter, den gruseligen, verlassenen Flur hinunter. Hey, ich habe gerade an etwas gedacht. Sie wissen, dass es ein Level gibt, der anscheinend nur eine Müllhalde von verlorenen Leveln ist. Glaubst du, dass dieser Ort auch so einer ist? Ich meine, ich werde nicht überrascht, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Ort viel mehr kaputt wäre, als der Zeitpunkt das der Fall wäre. Verdammt, da hast du einen fairen Punkt. Gehen Sie übrigens ein paar Sekunden einen Schritt nach links. Warte, warum Ruhe? Siehst du, musst vorsichtig sein. Ja, vielen Dank, scheiße, das sieht aus nach einem weiten Tropfen. In Ordnung, halt mich fest. Ich helfe dir, sich auf die nächsten Fallstricke zu bewegen, die ich sehe. Hey, danke. Über diese Theorie von dir. Das ist immer noch in deinem Kopf. Nun ja, es wird irgendwie schwerer, je länger man drüber nachdenkt. Oh Gott, wo hast du es hingebracht? Wenn, sagen wir, ihre Theorie etwas Zugkraft hat, kann es dann auf irgendwas zutreffen? Denkst du mal darüber nach. Wenn sich die Nacherzählungen ändern, wie ein Level aussieht, was mit Entitäten, Menschen, uns... Oh, okay, warte, beruhig dich. Wenn jemand einen Weg zurück nach Hause findet, werden die Menschen, die wir kennen, uns überhaupt erkennen? Erinnerst du dich an uns? Ich nur... Okay, schau mich an. Du brauchst ein paar tiefe Atemzüge. Für mich nun so viele, wie erträglich sind. Immer noch irgendwie stickig von Staub hier. Okay, gut siehst du aus. Ein bisschen weniger beunruhigt. Ich denke schon. Hör mal, meine Theorie ist nur eine Theorie, okay? Mach es nicht real oder überhaupt. Dieser Ort hat immer so sein können. Es hätte von den Gebrochenen fallen können. Wie du vorgeschlagen hast, alles hätte passieren können. Ich aber trotzdem... Und wenn es richtig ist, wenn Menschen vergessen werden können, wenn dieser Level war, wenn wir vergessen werden können wie dieses Level, dann lass uns gemeinsam vergessen werden. Ich werde über das Ende hinaus an deiner Seite bleiben, egal was passiert. Nun, das ist wirklich süß. Eigentlich, danke, hier ist es nicht schön, vergessen zu werden. Um dem Universum unbekannt zu sein. Das ist bei weitem der leerste Flur, der bisher war. Ja, ich habe bemerkt, dass ich hier drüber aufräume. Ist ein interessanter Marker für... Wie weit die Entitäten in ihrer Zerstörung gekommen sind. Ich hätte, du hast recht. Die Ressourcen müssen begonnen haben, am Ausgangspunkt des Flusses knapp zu werden. Einige müssen weiter nach unten geflohen sein, um zu plündern. Wäre aber nicht die beste Idee gewesen. Ich meine, wie viele Leute haben es so weit geschafft? Ich bezweifle, dass die Ressourcen an diesem Punkt reichlich vorhanden waren. Du vergisst das Potenzial der Dinge, die in diesem Bereich erscheinen. Wieder? Wie oft wäre das theoretisch passiert? Ja, Punkt genommen. Da stellt aber die Frage, glauben Sie, dass einige Entitäten es geschafft haben, es herauszukriegen? Lass es an dem Ende des Flurs, oder? Ja, der Ausgang existiert nicht für Wanderer, oder? Sicherlich könnte auch eine Entität gehen. Wenn Sie klug genug wären, um zu verstehen, dass es ein Ausgang war, würde ich davon ausgehen, dass diejenigen, die es können, da gegangen sind. Scheiße, könnte so den Zuschauern Dinge vorstellen, wenn die ganze Horde rauskam? Ich würde sagen, wir würden gefickt werden, aber würden sie alle an zufälligen Orten landen, oder würden sie alle auf einmal ausbrechen? Und davon überprüfe sie dieses Bit. Wenn eine Gruppe dieses Level betritt, werden sie sich in Solo-Instanzen des Flurs aufgeteilt, ohne dass zwei Personen im selben Bereich wie ein anderes landet. Mehrere Instanzen, das bedeutet, dass noch mehr Entitäten möglicherweise entkommen und den Rest der Rekurs überfluten. Yikes. Nun, hey, zumindest wissen wir, dass sie nicht mehr existieren. Ich meine, wir sind hier zusammen und alles, das ist wahr. Warte, heilige Scheiße, ich glaube, ich kann Licht sehen. Wir sind tatsächlich bis zum Ende gekommen. Ich schätze schon. Man, ich weiß, es war kein so langer Spaziergang, aber es fühlt sich wirklich so an, als hätten wir Stunden hier verbracht. Während dies nicht die Erfahrung war, die ich hier erwartete, bin ich froh, dass ich sie hatte. Und ich bin froh, dass du mich überzeugt hast, hineinzugehen. Trotz dieses Nichts, was dieser Ort geworden ist, fand ich es immer noch interessant. Kein Problem. Hey, in diesem Sinne, ich habe eine Theorie. Einmal mehr, ich bin ganz Ohr. Du hast davon gesprochen, dass Dinge auf andere Weise neu erzählt werden, als die ursprüngliche Absicht war. Als wir zum ersten Mal hier ankamen, verzehr es in etwas Neues und der wahre Sache getrennt, was auch immer es war. Ja, das habe ich, was ist damit? Glaubst du,
Manchmal könnte es das Beste sein. Sprich weiter. Ich meine, stell dir das mal aus der Perspektive eines Geschichtenerzählers vor. Sie wollen eine Geschichte erzählen. Die Leute fragen sie nach etwas Bestimmten, aber sie denken, es ist langweilig. Sie überarbeiten es also, weben etwas Neues hinein, geben ihm etwas neues Gefühl des Lebens, das sie nie in der ursprünglichen Version gesehen haben. Ich glaube, ich sehe, wohin du hingehst. Es könnte vom Vorteil sein auf das Level oder was auch immer gesagt wird. Vielleicht sehe ich es eigentlich nicht. Wie ein Phönix. Sie mögen sterben, aber es wird wiedergeboren, vielleicht sogar besser als vorher. Deshalb kann man auf diesem Ort sagen, dieser Forumsbeitrag könnte sehr gut da draußen echt sein. Wir haben es einfach noch nicht gefunden. Bist du sicher, dass diese Version dieses Ortes finden willst? Hey, ich benutze das einfach als Beispiel. Während wir hier sind, aber stell es sicher vor. Leveln verschieben sich leicht und auf neue, unerhörte Weise, nur weil es der einzelne Person es für richtig hielt, das zu verbessern, was sie gehört haben. Wissen Sie, dass es unglaublich cool und kraftvoll klingt? Jetzt denke ich, dass du anfängst, deinen eigenen Punkt zu verlieren. Möglicherweise. Die Aussicht ist spannend, weißt du? Aber lass mich hier sehen. Was ich versuche zu erreichen, ist im Grunde, auch wenn sich etwas verändert, ist es in Ordnung. Veränderung ist super. Interessant. Oder ein bisschen mehr Würze im Leben. Es ist langweilig, wenn etwas für immer gleich bleibt. Das ist unglaublich optimistisch von dir. Ich kann diesem Gefühl zustimmen. Wo ich bin, da ist doch ein kohärenter Sinn ergeben. Also was denkst du, liegt hier jenseits des Ausgangs? Ich denke, im aktuellen Zustand wäre es nicht in der Lage, jemanden auf ein zufälliges Level zu schicken, oder? Wer weiß. Ich denke nicht so sehr darüber nach. Außerdem, was auch immer passiert, wir werden uns dem stellen. Zusammen? Ja, zusammen.